Hallo meine lieben Freunde da draußen, euer Panipanik ist wieder da und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Es ist ja noch gar nicht allzu lange her, da habe ich mal ein Video gemacht über die 11 Lieblingsfilme aller Zeiten. Und heute gibt es meine Top 5 Wunschfilme. Was meine ich jetzt genau mit Wunschfilme, werdet ihr euch jetzt sicher fragen. Nun, es geht hier um Filme, um 5 Filme, die ich mir wirklich vom ganzen Herzen wünschen würde. Und damit meine ich jetzt nicht solche Filme wie Guardians of the Galaxy oder irgendwelche Fast and Furious Filme, wo ich ganz genau weiß, dass da irgendwie Fortsetzungen kommen oder irgendwelche neuen Filme kommen, sondern ich spreche hier jetzt über Filme, die wahrscheinlich niemals irgendwie kommen werden, aber die ich mir trotzdem wirklich vom ganzen Herzen wünschen würde. Ihr werdet ja gleich sehen, was ich meine. So, genug geschwätzt und jetzt geht es los mit meinen Top 5 Wunschfilmen. Also, viel Spaß. Auf Platz 5, ja. Wer meine Top 11 Lieblingsfilme geguckt hat, der wird sich sicher noch daran erinnern, dass ich ein großer Fan der Ted-Filme bin. Also ich liebe Ted 1 und auch Ted 2, auch wenn Ted 2 deutlich schlechter war als der erste Teil. Trotzdem würde ich mir so sehr einen Ted 3 wünschen. Es wird aber wahrscheinlich niemals einen Ted 3 geben, weil, ich versuche das mal so zu erklären, der erste Ted-Film, der war top. Ein absoluter Top-Film. Der war ein totaler Überraschungshit und ja, der war super erfolgreich. Und deswegen haben wir dann auch ein paar Jahre später haben wir Ted 2 bekommen. Und Ted 2 war schon mal ein ganzes Stück schwächer als der erste Teil. Den meisten Leuten, denen wird diese ganze Gerichtsgeschichte da nicht gefallen haben, dass Ted halt vor Gericht durchsetzen will, dass er als eine Person gehandelt wird und nicht als eine Sache. Und ich glaube, die Story war deshalb schuld daran, dass der Film so ein bisschen gefloppt ist. Und deswegen wird es wohl unwahrscheinlich sein, dass wir jemals einen dritten Ted-Film bekommen. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie ein Ted 3 aussehen würde. Am Ende von Ted 2 war es ja so, dass Ted und seine Freundin Tammy Lynn, die haben ja ein Baby adoptiert. Und man könnte einen dritten Ted-Film so erzählen, dass Ted nun, ja, dass er lernen muss, Verantwortung zu tragen, dass er lernen muss, ein guter Vater zu sein. Und dass er, ja, Mark Wahlberg als John, der muss natürlich auch wieder mit dabei sein und die beiden müssten wieder irgendwelche gemeinsame Scheiße abziehen. Und es wäre in einem Ted 3 auch witzig, weil im ersten Ted-Film hatten wir ja als weibliche Schauspielerin, hatten wir Mila Kunis. Danach war Mark Wahlberg mit Amanda Seyfried oder wie die heißt zusammen. Und keine Ahnung, man könnte in einem dritten Ted-Film ja eine, ja wieder eine neue Freundin für John dazu tun. Meinetwegen gespielt von, blödes Beispiel, von mir aus von Scarlett Johansson oder sowas. Na jedenfalls, ein Ted 3 würde ich mir super gerne wünschen. Ich liebe die Ted-Filme einfach nur. Und ja, lockerer Einstieg auf Platz 5. Auf Platz 4 habe ich einen weiteren Ice Age Film. Ja, genauso wie die Ted-Filme liebe ich auch die Ice Age Filme. Und unter den Ice Age Filmen gibt es absolut keine schwarzen Schafe. Die sind alle super gut. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es mal einen Ice Age 6 Film gäbe. Ja. Bei Ice Age 6, es wäre so einfach, einen Ice Age 6 zu machen. Der fünfte Ice Age Film, der hat ja damit geendet, dass die Tochter von Manny und von Ellie, also die Peaches, dass die ihren komischen Julian geheiratet hat. Und man könnte einen Ice Age 6 so erzählen, dass Peaches und Julian, dass die jetzt selber Kinder haben.
Und Manny muss halt damit lernen, wie es ist, ein Großvater zu sein. Und natürlich unterstützen ihn Sid und Diego auch noch. Und ja, es wäre so einfach, einen Ice Age 6 zu machen. Weil ich liebe die Ice Age Filme einfach nur. Und von mir aus können sie noch weitere 12 weitere Ice Age Filme rausbringen. Vorausgesetzt natürlich, die Story ist gut. Auf Platz 3. Ja, ich bin ja ein großer Marvel-Fan. Besonders die X-Men-Filme und Deadpool, die mag ich sehr, sehr gerne. Und es wäre so geil, wenn wir einen Film bekommen würden, wo Deadpool gegen Wolverine kämpft. Und dieser Film könnte von mir aus den Titel tragen: Deadpool vs. Wolverine. Das wäre eigentlich so cool. Ich meine, Deadpool ist beliebt und Wolverine ist beliebt und auch in den Comics haben sie schon mehrmals gegeneinander gekämpft. Warum kriegen wir nicht endlich einen Film, wo Deadpool und Wolverine sich gegenseitig an die Kehle springen? Das wäre so geil. Man könnte das erzählen: Deadpool und Wolverine, die kämpfen in einem Film mehrmals gegeneinander. Und am Ende müssen sich die beiden halt zusammenraufen, um einen noch viel größeren und mächtigeren Feind zu bekämpfen. Das wäre einfach nur hammergeil. Da müsste man allerdings einen neuen Schauspieler für Wolverine finden, weil Hugh Jackman will ja nicht mehr Wolverine spielen. Aber Ryan Reynolds kriegen wir als Deadpool und ja. Ich kann mir das einfach nur so super geil vorstellen. Deadpool vs. Wolverine bei mir verdient auf Platz 3. Auf Platz 2. Ich hätte super gerne eine Verfilmung von The Legend of Zelda. Es muss ja nicht mal eine Realverfilmung sein. Es würde mir schon reichen, wenn sie einen Anime-Film von The Legend of Zelda machen würden. Und ja, das Problem aber ist, wenn du einen The Legend of Zelda Film machen willst, dann musst du dich, ja, dann dürfte zum Beispiel Link kein einziges Wort sprechen. Dann müsstest du aber auch eine Begründung haben, warum Link nicht sprechen kann. Vielleicht hat Link in der Vergangenheit, in der frühesten Kindheit irgendwas erlebt, was ihn total traumatisiert hat. Vielleicht hat er irgendwie gesehen, wie Ganondorf seine Eltern umbringt auf bestialische Art und Weise. Und seitdem ist er so traumatisiert, dass er nie wieder ein Wort gesprochen hat. Sowas könnte ich mir für einen The Legend of Zelda-Film durchaus vorstellen. Man könnte natürlich auch eines der Videospiele verfilmen. Die meisten würden sich wahrscheinlich eine Verfilmung von Ocarina of Time wünschen. Oder von A Link to the Past. Vielleicht mittlerweile auch eine Verfilmung von Breath of the Wild. Mir persönlich wäre es scheißegal, welchen Zelda-Teil man verfilmen würde. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man eine brandneue Geschichte erzählen würde, die extra nur für einen Film gemacht wurde. Weil die The Legend of Zelda-Reihe, das ist so eine total gute Videospielreihe. Und ich liebe The Legend of Zelda einfach nur. Und deswegen einen The Legend of Zelda Kinofilm, einen Anime-Film, würde ich mir so sehr wünschen. Platz 1, der meistgewünschte Film von mir, das ist Family Guy, der Film. Ja, ich verstehe das nicht. So viele Serien haben mittlerweile einen eigenen Film bekommen. South Park hat einen eigenen Film. Die Simpsons haben einen eigenen Film. SpongeBob Schwammkopf hat sogar zwei Kinofilme spendiert bekommen. Aber warum? Warum zum Teufel haben wir bis heute keinen Family Guy Kinofilm bekommen? Ich liebe Family Guy einfach nur. Und es wäre so leicht, einen Family Guy Kinofilm zu machen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass Family Guy so unbeliebt ist und so erfolglos, dass es keinen Kinofilm bekommen könnte. Es wäre so einfach, in einem Family Guy Kinofilm
Peter Griffin, der Hauptcharakter der Serie, der muss eine, ja, der müsste zum Beispiel in einem Film gegen den Riesenhahn Ernie kämpfen. Dann hast du Stewie und Brian, die gemeinsam irgendeine Scheiße abziehen müssen. Dann hättest du noch Mac, die wie in der Serie immer gemobbt werden muss in dem Film. Dann hast du ja, dann hast du Chris, der als keine Freundin abkriegt. Dann hast du Lois, die ständig ja, die auch irgendwelche Sachen erlebt. Dann hast du noch die ganzen Freunde von Peter, halt Quagmire und Joe Swanson und Cleveland, die gemeinsam mit Peter ein gemeinsames Abenteuer erleben müssen. Und von mir aus auch hier Adam West und so weiter. Hier, es gibt, ja, ich weiß nicht, macht endlich einen Family Guy Kinofilm. Ich alleine hätte schon so eine geile Idee für einen Family Guy Film. Und ich verstehe bis heute nicht, warum? Warum haben wir bis heute keinen Family Guy Kinofilm gekriegt? Dieser Film wäre doch bestimmt so gut und so erfolgreich. Und bitte, ich wünsche mir von ganzem Herzen einen Family Guy Kinofilm. Bitte. So, meine lieben Freunde, das war's nun mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Filme würdet ihr euch so gerne wünschen? Oder stimmt ihr meiner Liste zu? Gibt es da vielleicht einen Film, den ihr euch ebenfalls wünschen würdet? Und ja, schreibt mir einfach mal was in die Kommentare und abonniert mich doch bitte, wenn euch meine Videos gefallen. Und über ein kleines Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Euer Pani Panik sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.